GTA 5, aber alle Sprünge von jedem verdoppeln sich. GTA 5, aber jedes Mal, wenn ich springe, multipliziert er sich. Wow. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Wir sind einfach von Level 1 auf Level 2 gegangen. Oh, aua. Aber jetzt sind wir einfach Level 2, Freunde. Und wir müssen halt probieren, das Maximum Level zu erreichen, damit wir es schaffen, bis zum Mond zu kommen, Leute. Wow, okay. Auch schon mal jetzt hier rüber gesprungen. Einfach jetzt schon Level 3. Oh mein Gott. Dann lass uns aber hier probieren, über das Boot rüber zu springen. Aua. Yeah. Oh, Leute, habt ihr es gesehen, wie gut wir gerade über das Boot rüber gesprungen sind? Oh mein Gott, und jetzt sind wir schon Level 6. Wir kommen immer weiter voran. Was ist, wenn ich nochmal darüber springe? Kriege ich dann noch mehr Level, Freunde? Nee, ich bin immer noch bei Level 6. Das heißt, ich muss mir neue Dinge suchen, über die ich rüberspringen kann. Ich probiere nochmal hier das Auto aus, Leute. Ich glaube, das Auto sieht nicht schlecht aus, um rüber zu springen. Yo, das ist auf jeden Fall schon easy, Leute. Und deswegen auch schon direkt Level 10 geworden. Ich suche mir dann am besten mal ein paar höhere Sachen, über die ich rüberspringe. Wie zum Beispiel jetzt hier das ja. Oh, jawohl. Okay, sehr gut. Kann ich hier vielleicht schon über den kleinen Baum rüberspringen, Leute? Und jawohl. Oh mein Gott, Level 20. Wir kommen ja immer weiter voran. Dann lass uns mal hier über das Gebäude rüberspringen. Ich glaube, jetzt haben wir schon genug Power, um über das Gebäude hier. Oh mein Gott, Leute, Level 40. Wir kommen ja übertrieben schnell voran. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber springe, dann... Ah, komm schon, lande. Nee, okay, es bleibt Level 40. Dann muss ich mir am besten mal ein paar neue Gebäude raussuchen, Leute. Was ist, wenn ich jetzt über was Kleines rüberspringe, wie den Hotdog-Stand hier, Leute? Wuppa! Ich krieg nur ein Level. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Sachen, die uns immer steigern. Wie wär's, wenn wir jetzt hier am besten von Dach zu Dach springen? Pass auf und zack. Ja, okay. Ich bin schon mal auf dem Dach drauf. Aber vielleicht noch ein bisschen höher, indem ich hier vorne auf diese Häuser raufgehe. Jabba! Oh mein Gott, das macht so Spaß, Leute. Und komm schon jetzt auf das Haus rauf. Hey! Hey, nein! Wir sind noch nicht gut genug, Leute. Wir brauchen noch mehr Level. Okay, das war schon mal jetzt easy, auf das hier Haus rauf zu kommen. Und hier auch noch rauf. Oh, Leute. Das sieht echt richtig gut aus, wenn wir jetzt hier noch raufkommen. Ja. Ohoho. Level 100. Das bedeutet, wir können jetzt, glaube ich, von Haus zu Haus springen. Und ja, Mann. Wir kriegen dadurch ja übertrieben viel Level, Freunde. So, oh, schnell jetzt hier weiter. Zack, na, ah. Wow. Oh, mein Gott. Okay, also jetzt wird es auf jeden Fall gerade... Richtig gut, Leute. Ja, komm schon. Nein, er klettert normal. Jetzt hat er es nicht gezählt. Yo, was? Wie hoch geht das? 500, Leute. Oh mein Gott. Warte mal, jetzt müssen wir doch, glaube ich, richtig hochspringen können, oder nicht? Das war ja ein bisschen weniger. Kann ich vielleicht irgendwie jetzt hier... Okay, oh, wir kommen gut nach vorne. Pass auf, wir brauchen schon eine Leiter, wenn man Level 521 ist. Ja, oh, pass auf, ich gehe hoch auf die Leiter, keine Sorge. Ja, ja, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Freunde? Kann ich hier jetzt einmal von Haus zu Haus springen? Wow, auf die Laterne rauf. Oh, ah, aua. Aber wir sind trotzdem Level 564. Das ist gut, Freunde, dass wir jetzt hier die ganze Zeit aufsteigen, weil da können wir jetzt, glaube ich, gleich mal da vorne in die Stadt gehen von Los Santos. Aber ich habe irgendwie Lust, jetzt hier von Brücke zu springen. Jo, komm schon, ein bisschen mehr. Oh, nein, wir landen im Wasser. Komm, der zweite Versuch jetzt. Lasst einen Like da, Freunde, damit wir es schaffen auf die Brücke. Jo. Wir fliegen rüber. Oh mein Gott, Leute. Level 871. Wie hoch gehen wir denn jetzt gerade? Ich glaube, Leute, jetzt ist auf jeden Fall Zeit, in die Stadt von Los Santos zu gehen. Ich glaube, der Trick ist es einfach, weil wir halt nicht immer direkt gleich sofort drauf kommen, immer so von einem Gebäude zum anderen zu gehen. Oh, oh, oh. Ich bin auf was Unsichtbarem gelandet. Aber auf das News-Gebäude kommen wir doch locker rauf, Freunde. Und zwar mit dem Sprung jetzt. Ja. Wir sind fast Level 1000, Freunde. Lass uns mal hier oben auf die Baustelle raufspringen. Vielleicht können wir nachher sogar über den Blimp rüberspringen, Freunde. Das wäre richtig krass. Okay, warte mal. Ich probiere jetzt hier gerade mal auf die Baustelle raufzuspringen. Hallo. Oh. Ey, Kollegen. Oh. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Ich muss hier einfach ganz kurz hochspringen für die neuen Level und Level. Level 1071? Oh mein Gott, wir gehen ja immer höher, Leute. Kann ich hier auf den Kran rausspringen? Ja, komm schon.
Komm schon. Komm schon. Nein. Oh, was? Wir sind fast auf dem Kran drauf gelandet. Ja. Okay. Warte mal. Ich schaff's jetzt locker, Leute. Und zwar. Ja. Ja. Nein. Oh, Manu. Aber trotzdem Level 1354. Ist auf jeden Fall echt nicht schlecht, Leute. Ich glaube, ich begebe mich mal ganz kurz. Wow. Schnell hier wegspringen, Leute. Ganz kurz auf das Parkhaus hier, damit wir jetzt auf die ganzen Hochhäuser rauf können. Und wir kriegen so viele Level, Freunde. Das ist echt nicht mehr normal. Wir sind schon bei Level 1700. Das geht ja immer schneller, je mehr Gebäude wir rüberspringen. Es ist halt die Frage, wie wir am besten nachher auf die Maze Bank raufkommen oder sogar halt bis ins All. Ich glaube, ich muss es einfach so machen, Leute. Guck mal jetzt hier. Ich gehe jetzt hier schön rauf. Oh, jawohl. Und dann von Gebäude zu Gebäude hochspringen. Wie jetzt hier. Oh. Warte, ich schaff's jetzt. Ich brauche nur ein bisschen mehr Anlauf, Freunde. Und zwar jetzt. Jawohl. Oh mein Gott, Leute. Level 1900. Komm schon. Ich will unbedingt Level 2000 werden. Nein. Ich muss schon irgendwie sagen, Leute. Ich fühle mich schon so ein bisschen wie Spider-Man, ne? Oh, komm rauf, komm rauf. Nein. Aber wir können jetzt hier, warte mal, auf noch höhere Gebäude. Ja, und. Oh mein Gott, Level 2200 direkt? Leute, wir kommen ja richtig schnell hoch jetzt hier gerade. Und so. Oh. Ja, lande. Oh mein Gott, Level 2564. Yo, okay. Dann hier rauf. Oh, na, wir müssen auf das andere Gebäude hier oben rauf, Leute. Und vielleicht können wir gleich über den Blimp rüberspringen. Nein. Ich glaube, von hier oben ist es besser, wenn ich von hier oben springe. Ja, Leute. Oh mein Gott, wir sind einmal jetzt hier schon auf dem Haus drauf, ne? Okay, warte mal. Ich kletter mal ganz kurz hier rüber. Dann kann ich vielleicht da vorne... Oh mein Gott, guck mal hier. Der Tower. Und ja. Oh mein Gott, wir landen auch noch hier oben drauf, Leute. Level 3100. Oh mein Gott, wir steigen ja immer mehr hoch, Leute. Ich muss, glaube ich, da vorne hin, weil hier sind die ganzen Gebäude zu klein. Ich springe mal ganz schnell. Oh mein Gott, wie das da hochgeht. Das ist echt richtig krass. Jetzt muss ich einmal noch hier oben rauf. Ah, warte, ich brauche ein bisschen. Leute, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Anlauf, ne? Anlauf ist auf jeden Fall auch mal wichtig, weil ich springe relativ weit. Ja. Oh, oh mein Gott. Nicht runterfallen. Spring einfach. Ja, warte. Noch mal ein bisschen. Ja. Nein. Okay, jetzt haben wir es aber geschafft, Leute. Okay, wie wäre es jetzt hier mit dem schwarzen Turm, Leute? Ja. Oh mein Gott, wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Power oder einen guten Weg. Wo bin ich denn jetzt? Wie wir da hochkommen können? Also, wenn wir das irgendwie schaffen, hier hochzukommen, Leute, wird es locker richtig, richtig viele Punkte geben. Wir sind nämlich schon fast bei Level 5000, ne? Ich glaube, ich muss hier auf diesen Tower raufspringen, Freunde. Nochmal mit Power. Und auf dem Tower drauf, Leute. Oh mein Gott, kann ich jetzt darüber springen? Ja, komm schon. Ja, nein. Jetzt aber. Ja, yeah. Okay, wir sind oben drauf, Leute. Jetzt kann ich noch ein höher. Noch ein höher. Ja, okay. Jetzt hier, Leute. Ja, nein. Oh Gott, ey. Was? Ich dachte gerade, das wäre schon die Maze Bank, Freunde. Aber die ist da direkt rechts daneben. Ich muss einmal noch hier hochspringen. Wuppa. Okay, sehr gut, Leute. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier... Ja, und zack, oben hier rauf, Leute. Okay, jetzt müssen wir irgendwie es schaffen, da vorne zur Maze Bank hinzukommen. Oh! Yo! Oh mein Gott, was ein Sprung gerade. Okay, wir sind echt jetzt richtig nah dran, Leute. Und wir sind fast bei Level 20.000. Oh mein Gott, Freunde. Okay, jetzt komm schon, damit wir Level 25.000 vielleicht werden, wenn wir jetzt darüber kommen. Wow! Oh mein Gott! Yeah! Okay, wir sind rechts oben drauf. Jetzt muss ich hier noch irgendwie hochkommen. Okay, ein Schritt zur Zeit, Leute. Wir sind fast auf der Maze Bank drauf. Okay. Nur noch ein kleiner Schritt. Oh. Leute, wir haben es fast geschafft. Yeah! Und... Boom, oh mein Gott, Level 30.000 direkt. Oh, ich spüre neue Power. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, wir können jetzt richtig hochspringen. Yo, oh, wie sich das multipliziert. Was, wir sind gleich schon Level 75.000. Wow, oh mein Gott, Leute. Yo, Level 100. Oh mein Gott, es geht ja so hoch. Wir kommen ja so, wir können sogar auf den höchsten Turm in GTA, und zwar den Tower. Und... ich kann sogar die Wände hochklettern. Ja, und ja. Ja, nichts kann mich aufhalten. Wow. Leute.
Yeah! Ich gehe so hoch! Yo, mein Gott, schon Level 500.000! Ich spüre ganz, ganz heftige Kräfte, Freunde! Whoa! Ich bin der Stärkste! Und höchstspringendste, yo! Und ich fliege hoch. Wow! Oh mein Gott, Leute. Jetzt wird aber richtig hochgeflogen, ne? Auch wie die Punktzahl hochgeht. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Was? Wie hoch fliegen wir bitte schön? Leute, wie klein ist denn gerade bitte schön die GTA 5? Und wir sind schon einfach über 3 Millionen. Oh mein Gott. Ich sehe einfach die komplette GTA 5 Karte. Oh mein Gott. Was? Leute, ich glaube, wir nähern uns dem Weltall. Die Punkte sind nicht mehr zu stoppen. Wir sind schon über 1 Milliarde, Freunde. Und wir sind einfach... Oh mein Gott. Wir sind im Weltall, Leute. Wir haben es geschafft. Juhu. Dann lass uns doch mal hier über Kissy Missy rüberspringen. Wow. Und, oh, Leute, es multipliziert sich wirklich. Okay, ich gehe nochmal wieder über Kissy Missy und, was? Okay, ich muss anscheinend über neue Dinge rüberspringen. Mein Sprung ist auf jeden Fall schon ein kleines bisschen höher, Freunde, wie man sehen kann. Aber dann lass uns doch mal probieren, über PJ Packepiller rüberzuspringen. Haha. Wie siehst du denn aus, kleiner Mann? Und, zack. Oh, wow, oh, oh, nein, ist der Warte, es tut mir leid. Okay, warte, Leute, nochmal. Und ja, okay. Oh, der Multiplizierer ist schon wieder hochgegangen. Ich glaube, wir kriegen noch mehr Punkte, wenn wir hier über die ganzen Poppy Playtime Monster rüberspringen, Leute. Lass mal Mami Longnecks ausprobieren. Und zack. Wow, okay, wir sind drüber gesprungen. Und oh, was? Nochmal multipliziert? Ey, Freunde, das ist ja richtig, richtig krass. Guckt euch mal bitte schön auch hier Baby Longlegs an in groß. Und wir werden auf jeden Fall probieren, so viele Punkte wie es geht zu holen. Und das wird nämlich im Weltraum sein. Okay, ich glaube, ich kann leider nicht über Baby Longlegs rüberspringen. Deswegen nehmen wir mal ganz kurz hier das Boot. Und zack. Jawohl, springen auf jeden Fall auch hier wieder rüber, Leute. Okay. Ich habe hier vorne auf jeden Fall noch ein paar Sachen gesehen. Zum Beispiel das Haus, wo wir rüberspringen können. Und Sprint, Sprint, Sprint. Und zack. Ja, oh, lande. Oh, Leute, was, wie hoch wir multiplizieren. Ich glaube, wir sollten jetzt genug Jump Power haben, um jetzt über Baby Longlegs rüber zu springen, Leute. Und zack. So, Leute, jetzt gut was angesammelt. Und Baby Longlegs wird auf jeden Fall jetzt hier ein blaues Wunder leben. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde, wenn ich das jetzt hier schaffe. Und zack. Und yo, wie knapp wir über Baby Longlegs rüber gesprungen sind. Yo, und wie hoch ist der Multiplizierer schon? Und Leute, bei 5000 Likes werden wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr mit diesen Spielzeugen machen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch gut Jump Power, um über Daddy Longlegs rüber zu springen. Wie wär's, wenn wir hier über so ein paar Palmen rüberspringen, Leute? So, und yeah, boom. Ey, wie hoch wir einfach springen können. Hallo, habt ihr schon mal jemanden so cool springen gesehen wie mich über diese Palme? Ja. Okay, die ist anscheinend auch ein bisschen zu hoch, Leute. Glaubt, die Häuser, Leute, können wir gut benutzen, um neue Jump-Punkte zu bekommen. So, aus dem Weg, ich lade mich auf. Zack. Ja, gelandet, Freunde, und wieder höherer Multiplizierer. Ey, wir... Oh nein. Okay, wir kommen halt echt hier mega gut hoch, Leute. Wow, springt über 2 auf 360. Ja, wir kommen so hoch, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube nur noch ein paar Häuser und dann können wir über Daddy Longlegs rüberspringen. Und zack, ja. Oh, Leute, das ist echt gut. Wie zack. Und jetzt... Oh nein, das müssen wir landen. Das müssen wir landen. Oh mein Gott, das war gerade mega knapp. Komm schon, jetzt auf das Haus hier rauf. Ja, oh, sehr gut, Leute. Und jetzt müssen wir noch hier rüber gehen. Achtung, und boom. Komm schon, komm schon. Oh, richtig knapp geschafft. Ich glaube, wir haben jetzt gleich genug Punkte gesammelt, um über Daddy Longlegs rüber zu springen. So, und zack, gelandet. Was? Wie hoch ist unser Multiplizierer? Oh, Daddy Longlegs, mach dich auf etwas gefasst. Denn ich komme jetzt mit meinem heftigen, aufgeladenen Huggy-Wuggy-Sprung. Oh nein. Oh, Daddy. Oh, oh, was? Oh Gott. Wir haben ihn gerade kurz... Was macht der? Jetzt springt er selber hoch. Wir haben ihn angesteckt mit Sprungpower, Freunde. Hör auf zu springen. Hör auf. Ich muss doch über dich rüberspringen. Okay, er hat sich wohl wieder beruhigt. Dann können wir das jetzt nutzen, um... Zack.
Fuck, ja! Leute, wir sind über Daddy Longlegs gesprungen und unser Multiplizierer ist so hoch. Das bedeutet, wir können auch, glaube ich, da vorne. Was war denn jetzt? Ey, nein! Oh, nein, unser Multiplizierer ist wieder ein bisschen runtergegangen. Das heißt, wenn wir nicht landen, Leute, geht anscheinend unser Multiplizierer runter. Also wir müssen probieren, jedes Mal auf unseren Füßen zu landen, wie so eine Katze. Vielleicht kann ich ja jetzt hier über diese Statue rüberspringen. Nee, nicht ganz leider. Oh, wie cool wäre das bitte, wenn wir auch über so einen Helikopter rüberspringen können, Leute. Okay, der ist, glaube ich, anscheinend gerade noch ein bisschen zu hoch. Aber wir könnten ja das Riesenrad anpeilen. Weil das Riesenrad, Leute, das wird auf jeden Fall jetzt von uns besprungen. Aber erstmal geht's jetzt hier auf den Pier drauf. Yeah. Oh, was? Wir sind sogar auf der Achterbahn drauf. Kann ich direkt von hier? Oh, nein, noch nicht ganz auf das Riesenrad gehen. Oh, ich bin aber trotzdem gelandet. Und jedes Mal geht unser Multiplizierer hoch bis in die Höhe. Ich brauche auf jeden Fall jetzt eure Hilfe, damit wir über das ganz große Riesenrad rüberspringen können. Deswegen lasst jetzt ein Abo da. Und zwar in 1, 2, 3. Ja, oh, was? Oh, Leute, ihr müsst auch wirklich abonnieren. So, 1, 2. Oh, oh, nein, nein. Schon wieder was verloren. Das kann doch nicht angehen. Jetzt aber. Oh. Immer noch nicht, Leute. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Anschwung holen und vorher erstmal auf so ein Ding hier raufgehen. Und dann können wir jetzt hier über das Riesenrad drüber springen. Ah, das kann doch nicht sein, dass es so knapp ist. Alles klar, Riesenrad, aus dem Weg. Oh, ja. Warte jetzt, Leute, jetzt habe ich es hier. Jetzt bist du fällig, Riesenrad. Zack, ja, Freunde. Wow. Oh. Und aber trotzdem noch gelandet, Leute, richtig gut. Oh, Power. Oh mein Gott, Freunde, was? Nein, 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 nein. Nicht im Wasser landen. Oh, Huggy. Vielleicht, Leute, können wir ja sogar einfach über diese Autobahn rüberspringen. Ey, das wäre richtig krass. Und warum hat dieser Porsche so einen coolen Spoiler? Okay, Freunde, jetzt bin ich gespannt, ob wir die über Autobahn rüberspringen können. Wow! Guckt euch die ganzen Autos an. Lol. Leute, wir sind einfach über die Autobahn rübergesprungen. Hallo. Hör auf, dir hinzufallen, Huggy. Zack, und weiter geht's jetzt hier in die Stadt, Freunde. Wow, oh mein Gott, ey, wir multiplizieren so hoch. Ich merke schon, wie krass unsere Sprungfähigkeit wird. Oh, Achtung, wir müssen das landen. Oh, wie hoch geht das? Ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch an das andere Video erinnern könnt, wie wir quasi mit unserem eigenen Charakter gesprungen sind. Da hatten wir ja nicht so schnell so eine hohe Zahl. Ey, was? Wir sind halt jetzt schon so hoch, Leute. Da muss man doch bestimmt schon ein bisschen höher springen. Hörnen! Wow! Wie hoch springen wir, Freunde? Was? Oh! Was? Wir sind noch aufgekommen. Yo, wie hoch das jetzt ging. Vielleicht können wir jetzt hier vorne auch auf dieses krasse Haus oben raufspringen. Oh, Freunde, komm schon. Komm schon. Ja. Ja, wir sind drüber gesprungen. Wir sind über das Schwarze Haus rübergesprungen. Oh, wie hoch es geht. Ich glaube, wir müssen langsam mal Richtung... Oh, ja. Yeah, Hochhäuser gehen. Was? Wie hoch springen wir? Wir können ja gefühlt gleich schon über die Maze Bank springen. Oh, nein. Oh, nein. Okay, wir sind trotzdem noch ganz gut gelandet. Und ab in die Stadt. Oh, mein Gott. Leute, wir können jetzt hier vorne... Oh ja, komm schon, land auf diesem Hochhaus, weil dann können wir das nutzen. Nein, oh, oh nein, wir haben wieder was verloren. Es kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit immer hinfalle. Jetzt über das Arcadius-Gebäude springen. Wow. Leute, was? Wir kommen ja wirklich rüber. Yo. Oh, jetzt sind wir einfach hier rübergekommen über das Arcadius-Gebäude und unser Multiplizierer ist schon so hoch. Ab geht's über die Maze Bank. Ja, Freunde. Ja, komm schon. Ja. Was? Bis über den höchsten Turm in GTA 5 jetzt gerade schon mal gesprungen. Oh. Wow, warte, was? Ich dachte, der Maze Bank ist der höchste Tower. Oh, Freunde, jetzt haben wir über was vor, um auf diesen großen Tower oben zu springen. Warte mal, können wir über diesen Blimp rüberspringen, Leute? Oh, komm schon. Nein. Aber wir laden jetzt trotzdem jetzt hier. Oh, ja. Ich meine, schaut euch den doch mal an. Ja. Warte mal, können wir über das Flugzeug rüberspringen, Leute? Oh, komm schon, Flugzeug. Flugzeug, wo bist du? Flugzeug?
Wow! Wow, wir sind fast über das Flugzeug rübergesprungen, ne? Oh, Leute, was? Ich lande jetzt hier, glaube ich, oder, ne? Oh, Leute, lande ich hier bitte, bitte nicht im Wasser landen. Bitte hier drauf landen. Ja, Freunde. Schaut euch mal diesen Turm an. Wir müssen jetzt probieren, ganz oben rauf zu kommen. Und ich bin auf jeden Fall gerade schon auf einem sehr guten Weg, Leute, wie ich jetzt hier gerade hochfliege. Wenn wir es schaffen, über den Turm rüber zu kommen, Leute, haben wir genug Power, um ins Weltall zu fliegen. Okay, Huggy Wuggy, du machst auf jeden Fall gerade echt einen sehr guten Fortschritt jetzt hier. Ah, nein, nein, was? Ich war gerade schon so hoch, dass wir... Oh nein, wir sind dagegen geflogen. Guck mal, wie hoch ich gerade schon war, Leute. Wir waren schon gefühlt doppelt so hoch wie die Maze Bank. Immer weiter fliegen, Leute. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade schon fast oben auf dem Turm drauf. Man kann mich gerade schon sehen. Jawohl, der Turm ändert sich gerade schon. Das heißt, wir haben es gleich fast geschafft. Wir sind gleich fast ganz oben. Und das bedeutet, dass wir dann bei diesem Turm, wenn wir es schaffen, oben raufzukommen, die absolute Power freischalten, Freunde. Oh, wir haben es fast geschafft, Freunde. Was? Der ist so hoch. Und ein kleines Stück noch. Und ja, wir sind über den rüber gesprungen. Gut, das ist jetzt natürlich eine richtig lange Landung, die wir machen, Leute. Oh, was? Wir sind gelandet. Das war natürlich eine richtig, richtig krasse Landung. Und guck mal, wie stark wir jetzt auch sind und wie hoch ich springen kann. Oh, und wieder landen. Und Leute, wieder landen. Ey, wir machen sogar den Boden kaputt. So krass sind wir jetzt schon, Leute. Oh, komm schon. Wir können jetzt hier, glaube ich, den Sprung richtig heftig aufladen. Zack. Oh. Wie hoch wir fliegen. Ich prall sogar so ein bisschen ab. Ich habe Power bekommen. Zack. Wow. Wow, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, Leute? Oh, was passiert mit uns, Leute? Huggy ist ein bisschen grün. Und wir fliegen, glaube ich, gerade in Richtung des Himmels. Kann das angehen? Oh, Leute, wir gehen gerade richtig nach oben, ne? Ich glaube, Huggy hat irgendwas gemacht. Ich guck mal ganz kurz auf. Oh, was? Wie hoch fliegen wir, bitteschön? Wir fliegen ja übertrieben hoch gerade. Ich habe so einen krassen Sprung gerade gemacht. Ey, ist die Sonne grün? Was passiert hier? Ich glaube, irgendwas, Leute. Oh, was? Wir sind jetzt hier gerade schon richtig weit oben, ne? Und unser Multiplizierer geht die ganze Zeit nach oben. Was passiert denn jetzt gerade? Das ist ja gerade unnormal, wie viele Punkte wir bekommen. Oh, oh Leute, was? Hey, was passiert denn jetzt hier? Es wird alles dann so ein bisschen dunkler. Ich glaube, wir nähern uns dem Weltall. Oh ja, auch die Punktzahl sagt, dass wir uns dem Weltall nähern. Oh, Huggy! Huggy! Was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Wow! Es wird alles... Was? Leute, wir haben es geschafft! Wir sind im Weltall! Yo! Unser Sprunglevel ist gerade nämlich mal bei 0. Und wir können jetzt hier einfach mal über Baby Sonic rüberzuspringen, Leute. Wow! Und yo, jetzt ist direkt schon... Oha! Also anscheinend verdoppelt sich das jetzt jedes Mal, Leute. Und unser Sprunglevel geht dann höher. Mal gucken, wie es ist, wenn wir jetzt hier über Vector rüberspringen. Mach dir auf was gefasst und zack! Also, warte mal. Unser Sprung war gerade noch nicht wirklich hoch genug. Ja, ich probier's noch mal ganz kurz. Vector! Hä, Leute? Unser Sprung ist doch nicht hoch genug. Vielleicht muss ich hier erstmal ganz kurz über das Ding rüberspringen. Zack! Und oh, jetzt ist es höher gegangen. Jetzt bist du aber fällig, Vector. Und zack! Wow! Was? Wie hoch wir direkt gesprungen sind, Leute? Oh mein Gott. Und Leute, lasst jetzt mal ein Like da, wenn ihr wollt, dass wir über Sonic rüberspringen, über den richtig großen. Also bei 5000 Likes werdet ihr auf jeden Fall probieren, über den rüberzuspringen, Leute. Mal gucken, ob wir direkt schon über Siren Head Sonic rüberspringen können. Ja, und ja, Freunde, oh mein Gott, und es ist noch höher gegangen. Wie cool ist das denn? Warte mal, dann können wir doch bestimmt jetzt hier über so... Oh, warte mal, da vorne, bei dem Haus, Leute. Und nochmal rüberspringen. Und, ey, was? Jetzt ist es nicht hochgegangen. Das heißt, wir kriegen nur neue Punkte, wenn wir über neue Sachen springen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel über das komplette Haus rüberspringe, statt nur über den Ding, dann kriegen wir, zack, ja, dann wird es auf jeden Fall wieder höher gehen, Leute. Also sehr, sehr gut auf jeden Fall zu wissen.
Vielleicht sollten wir mal auf so eine Palme rüberspringen, Leute. Und dann können wir, glaube ich, genug gleich Punkte sammeln, um über Sonic rüber zu springen. Und zack, übers Geländer, Freunde, über die Skatebahn 360, yo. Und auch wieder hochgegangen, Leute. So muss das auf jeden Fall sein. Und Achtung, Menschheit, Menschheit. Oh, oh, ich bin Sonic. Hallo, kein Problem. Unser Sprunglevel ist auf jeden Fall jetzt schon mal echt richtig, richtig hoch, Leute. Vielleicht können wir schon über so eine Palme rüberspringen. Mal gucken. Zack und oh, 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 okay, also die war anscheinend noch ein bisschen zu hoch, aber ich glaube, Leute, die Palme hier könnte auf jeden Fall funktionieren. Zack und ja, jawohl, oh mein Gott, wir haben noch höhere Sprungkraft, wie cool ist das denn? Wir können sogar nachher noch in die Stadt reingehen, Freunde, und dann die ultimative Sprungpower uns holen, um dann nachher bis zum Mond zu springen. So, Autos aus dem Weg, ich springe jetzt nämlich ganz kurz, zack, über das Haus rüber. Ja, oh, oh, oh. Und auch gelandet, Leute. Ja, was? Wie cool ist das denn, bitteschön? Ich glaube, wir müssen hier vorne noch über so ein paar Häuser rüberspringen, damit wir gleich über Sonic rüberspringen können, Leute. Weil das Ding ist, wenn wir aufkommen und hinfallen, dann kriegen wir halt keine Punkte, sondern die werden sogar abgezogen. Also das heißt, wir müssen probieren. Ah, jawohl. Bloß nicht hinzufallen, Leute. Okay, auch wieder gut gelandet, ne? Ey, wir können jetzt hier theoretisch über die ganzen, zack, über die ganzen Häuser rüberspringen. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben jetzt genug Punkte, um über Sonic rüber zu springen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier nochmal das Haus hier mitnehmen. Oh mein Gott. Also ich glaube, jetzt, Leute, haben wir genug Punkte, um über ihn rüber zu springen. Mach dich auf was gefasst, Sonic. Und, oh, guck mal, Leute, wie Baby Sonic hier sich die ganzen Mädels klärt mit seinen Legekühligen stützen. Ich brauche jedenfalls eure Hilfe, Leute, um über Sonic rüber zu springen. Denn ihr müsst jetzt auf den Abo-Button drücken. Und zwar auf 3, Leute. 1, 2, 3. Ja, wow. Was, Sonic? Was? Wir sind einfach über ihn durch? Und, lol, was? Die sind gelandet, Leute, und unsere Sprungzahl ist so hoch jetzt. Das bedeutet, dass wir uns jetzt hier schon mal auf richtig hohe Häuser begeben können. Oh ja, Freunde, das ist natürlich jetzt richtig cool, ne? Warte mal, ist hier vorne nicht sogar noch irgendwie so ein Pool, Leute? Nein, in die Richtung war so ein See. Da können wir, glaube ich, über so Brücken rüberspringen. Okay, hier kriegen wir jetzt nicht wirklich gerade viele Punkte. Aber ja, Leute, hatte ich doch recht. Hier ist nämlich anscheinend so ein Weg zur Brücke, Leute. Lass mal probieren, von der einen Brücke zu der anderen Brücke rüber zu springen. Und Sonic Power! Jetzt so. Oh, nein, 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 nein. Und oh, was? Wir sind im Wasser gelandet. Aber ich habe jetzt irgendwie durch das Wasser, Leute, eine schnellere Geschwindigkeit bekommen. Also es ist ja auch immerhin Sonic, ne? Da wird anscheinend nicht nur von der Jump Power besser, sondern auch von der Geschwindigkeit. Und damit können wir auf jeden Fall, Leute. Ja, oh mein Gott, wir sind auf der Brücke drauf gelandet. Was? Das war ja übertrieben cool, wie das gerade aussah. Und zack, auf die. Ah nein, ich bin da gegen die Laterne gegengekommen. Oh, jetzt wurden mir sogar Punkte abgezogen, weil ich dagegen gekommen bin. Das Gute ist, Leute, dass wir auch die Häuser benutzen können, vom einen zum anderen Haus rüber zu springen. Deswegen lass mal kurz gucken und springen. Nein. Nein, 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 nein. Ja, oh. Oh mein Gott, wir sind zum Glück noch gelandet, aber wir haben jetzt dafür keine Punkte bekommen. Komm schon, wir nähern uns der Stadt, Leute. Ey, ich krieg immer mehr Jump Power, ne, Leute. Und jetzt hier, zack. Wow. Wow, was ist denn das jetzt? Hilfe. Nein. Nein, was war denn das jetzt? Ich bin gesprungen, ich war zu hoch. Au, oh, oh Gott, ich lasse mal einen Zettel liegen, damit auf jeden Fall meine Versicherung das bezahlen kann. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt irgendwie ganz komisch, Leute. Ich weiß auch nicht warum. Zack, wow. Unsere Jump Power ist ordentlich hochgegangen, Freunde. Was? Wir können jetzt, glaube ich, über Hochhäuser springen. Oh mein Gott, was? Wie hoch? Leute, wie cool ist das denn? Lass mal probieren, über dieses Haus rüber zu springen. Zack, wow, Leute, was, es funktioniert, es funktioniert, ey, es geht jetzt so hoch und ab aufs nächste Haus, yeah, Leute, oh ja, yeah, vorsichtig, Achtung, Autos, oh mein Gott, wir wollen nicht noch mehr kaputt machen, vielleicht können wir dann gleich sogar über die Maze Bank rüberspringen, Freunde, ja, ja, oh, wir haben, glaube ich, schon gute Höhe, Leute, oh mein Gott, wir springen gerade, oha, komm schon, komm schon. Oh, was? Wir sind aber über das Haus hier rüber gesprungen und... Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Lasst es mal probieren, hier auf die Maze Bank rauf zu springen. Deswegen kommt hier jetzt mal Sonic Sprung und jetzt auf die Maze Bank. Oh, Leute, wie hoch springe ich? Wie hoch springe ich? Ja. Yeah. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich fall runter, Leute. Oh. Oh, diesmal auf jeden Fall der Besitzer von diesem Wagen Glück gehabt. Aber wir sind wieder ein bisschen runter. Dann noch mein zweiten Versuch, Leute, auf die Maze Bank. Ah, zack. Und wo, oh, wo, oh,
Wow. Oh mein Gott. Komm schon. Ja. Jawohl, Leute. Wir haben jetzt einfach den höchsten Turm in GTA 5 besprungen. Obwohl, nee, der, Leute, der Turm fehlt auf jeden Fall noch, ne? Also die Mazewing ist auf jeden Fall... Was ist denn das, Leute? Das ist ja noch ein Olo-Mega-Tower. Okay, warte mal. Lass mal ganz kurz hier auf den Yanzu-Tower rüberspringen, Leute. Zack, ja. Weil da gibt es nämlich oben eine Wasserrutsche. Können wir theoretisch mit der Wasserrutsche sogar noch runterrutschen, Leute. Und dann können wir danach diese Jump-Power nutzen, um auf den höchsten Turm aller Zeiten zu springen. Und danach nämlich auf den Mond. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich verliere die Power. Ich verliere die Power. Was? Aber wir haben trotzdem eine dicke Jump-Power bekommen von der Mazewing. Deswegen, ich glaube, wir sollten jetzt auf jeden Fall hier oben rauf schaffen. Sonic, aufladen, aufladen, aufladen. Boah. Oh, Leute, was? Wir springen gerade übertrieben hoch. Was? Ich fliege ja gefühlt sogar schon so hoch, wie wir springen. Oh, 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 oh. Und jetzt da vorne. Ab zur Rutsche, Freunde. Und zack, jawohl. Warte mal, können wir jetzt hier runterrutschen, Leute? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier runterrutschen können... Und vielleicht am Ende den Sprung nutzen. Oh, 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 nein. Oh, nein, Sonic. Sonic, pass auf. Wow, 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 wow. Was? Oh, Leute. Yo, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall ordentlich Power bekommen von dieser Rutsche. Jetzt fliegen wir gerade bis zu diesem Turm oben hin, ne? Ey, das wäre so cool, wenn wir es schaffen, auf den Turm oben raufzukommen, ne, Leute? Nein. Hey, Sonic. Hallo. Er verliert Energie. Er verliert an Energie. Oh, Leute. Aber das wird, glaube ich, ein richtig heftiger Jump-Boost, den wir jetzt hier bekommen. Oh Gott, bloß nicht im Wasser landen. Oh, was? Ich habe Schaden in den Boden reingemacht. So hoch sind wir geflogen, Leute. Oha. Okay, warte mal. Lass uns mal hier probieren. Oben. Ey, was? Ich kann richtig schnell laufen, Leute. Jetzt kann ich mir Schwung holen. Okay, pass auf. Ich hole mir jetzt ganz kurz Schwung, Leute. Holen wir uns Schwung, um auf den Turm rauf zu springen. Und zwar in 3, 2, 1. Yeah! Wow, Freunde. Also jetzt fliegen wir auf jeden Fall gerade mega, mega hoch. Na, komm schon. Lass probieren, hier auf diesen Tower, beziehungsweise sogar rüber zu springen, Leute. So, ich bin gerade echt gut dabei. Guter Dinge. Oh, warte mal. Sind wir sogar schon fast oben? Leute, wir sind fast oben. Ja. Ja. Guck mal, wie hoch wir sind. Wie hoch wir sind und rüber gesprungen. Oh mein... Oh Gott. Oh Gott, das wird jetzt, glaube ich, richtig heftig, Leute, wie wir jetzt runtercrashen werden. Das wird ganz, ganz heftig werden. Oh nein, wir landen, glaube ich, irgendwo in der Stadt jetzt hier von Los Santos. Es tut mir leid, Burger. Das wird eine richtig dicke Explosion werden, wenn ich aufkommen werde. Nein! Wow! Oh! Was? Was, Leute? Oh mein Gott, ich habe die komplette Autobahn gerade kaputt gemacht, ne? Okay, lieber ganz schnell jetzt hier weg, Leute. Und jetzt können wir, glaube ich, genug Power nutzen, um auf die Mazewing raufzuspringen oder so, ne? Jetzt können wir, glaube ich, genug Power nutzen, um auf den Mond zu springen. Zack! Wow! Was? Wie hoch fliege ich denn? Wie hoch bin ich denn gerade mit einem Sprung gesprungen, Leute? Das ist der... Warte mal. Oha. Oha, es tut mir leid. Okay, warte noch mal ganz kurz. Und jetzt. Oh, Leute, wie hoch fliege ich? Wie hoch ich... Alter, warte mal. Oh. Oh mein Gott, ich mache die ganze Straße kaputt, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie die Jump-Power ganz kurz aufladen. Ich habe ja Autos kaputt gemacht, ne? Tut mir leid, Autos. Okay, jetzt laden wir die Jump-Power auf. Und jetzt fliegen wir bis zum Mond. Zack. Wow. Was passiert? Was passiert? Was passiert denn jetzt? Ich fliege gerade übertrieben hoch. Okay, warte. Sonic, was machst du da? Sonic hat irgendwie so einen Glitch. Leute, wie hoch geht denn bitte schon gerade die Power, Leute? Was? Oh mein Gott, die geht ja richtig schnell hoch, Leute. Oha, wir sind schon höher als der Turm jetzt, ne? Können wir jetzt hier den Mond erreichen, Leute, ins Weltall fliegen? Das wäre echt übertrieben krass, wenn das jetzt funktioniert. Power, Sonic, Power! Was? Oh mein Gott, Leute, man sieht schon langsam, dass die Erde wirklich rund ist, ne? Die Karte verschwindet von GTA 5. Die Karte ist einfach weg. Ich sehe nur noch bis in die Spitze von dem Tower. Die ist auch gleich weg, ne? Leute, die Spitze von dem Tower ist jetzt einfach weg. Die Punktzahl, die geht so extrem hoch. Und die Towerspitze ist weg. Und was? Was passiert jetzt? Da vorne ist der Mond. Leute, wir sind einfach gerade im Weltall.
Was passiert hier bitte schön? Oh mein Gott, wir sind so hoch geflogen, Freunde. Wir sind hier bei dem Golfplatz, Leute. Und wir haben hier einfach die kleinste Figur von Bunso Bunny. Ich würde mal sagen, wir probieren jetzt mal ganz kurz über die drüber zu springen. Zack, Leute. Und oh, okay, es hat sich auf jeden Fall schon verdoppelt. Dann lass mal wieder über den drüber springen, Leute. So, und es ist diesmal nicht hochgegangen. Das heißt, wir müssen über verschiedene Größen springen, Leute. Dann lassen wir über Kissy Missy rüberspringen. Whoppa. Und oh, es ist schon wieder hochgegangen. Das heißt, guck mal, wenn wir jetzt hier zurückgehen, Leute. Zack, dann, ja, es geht nicht hoch. Das heißt, wir müssen immer über neue Gegenstände rüberspringen. Oh, guck mal, auch hier Daddy Longlegs, Leute. Zapp, und auch wieder über ihn rüber. Auch sehr, sehr gut. Leute, es geht noch höher. Und wir werden natürlich auch probieren, auf den Mond zu springen, Freunde. Ich sehe sogar gerade im Hintergrund die Ex-Rutsche. Vielleicht können wir sogar später über sie rüberspringen und die ultimativen Punkte freischalten. So, PJ Parkepiller, zack, und oh nein. Was, ich bin nicht rübergekommen. Aber alle guten Dinge sind zwei. Und zack, wow, Freunde, und auch wieder gelandet und auch wieder höher gegangen. Oh, ich würde am liebsten jetzt mal über diese Huggy Wuggy Mami Longlegs Figur rüberspringen. Ich brauche auf jeden Fall eure Power, Freunde, deswegen tut mir den Gefallen, drückt jetzt auf den Like-Button in 3, 2, 1, go. Und oh mein Gott, vielleicht können wir ja die 10.000 da Like schaffen. Das wäre auf jeden Fall echt mega krass. Wir haben jetzt auf jeden Fall echt richtig gute Punktzahl schon erreicht. Oh, und hier vorne sind auf jeden Fall einige Boogie-Bots, über die wir rüberspringen können. Dann würde ich doch mal sagen, springen wir jetzt hier über die rüber. Und zwar in 3, 2, 1, so, wow, mit dem 360 und oh, auch gelandet. Wir kommen auf jeden Fall gerade echt mega mehr gut voran. Da hinten sind auf jeden Fall auch die ganzen Anne, über die wir gerade rübergesprungen sind. Aber was ist, wenn wir jetzt hier schon mal über so ein Haus rüberspringen, Leute? Ich glaube, dadurch kriegen wir auch locker richtig viele Punkte. Wow, und auch wieder gelandet. Ey, oh, das stimmt, viel mehr Punkte. Ich sehe da hinten sogar gerade einfach Baby Longlegs in riesengroß laufen, Leute. Wie krass ist das denn? Okay, warte mal, dann würde ich mal sagen, springen wir jetzt mal ganz kurz über Baby Longlegs rüber. Und komm schon. Zack. Wow. Oha. Was? Wir sind einfach über Baby Longlegs rüber gesprungen. Und oh, wie hoch ist bitte schon unsere Punktzahl jetzt dadurch gegangen? Vielleicht sind wir sogar gleich schon bereit, auf die Ex-Route zu springen. Oder hier über diesen. Wow. Was war das denn für ein Sprung? Oh nein, jetzt haben wir sogar ein bisschen Minus gemacht. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal sehen, Leute. Diese Replay-Animation. Dieser Hechtsprung. Aber jetzt nochmal hier über diesen See rüber springen. Yeah. Boah, Leute. Zack. Auch wieder ordentlich hochgegangen. Oh, die Ex-Rutsche, die steht auf jeden Fall echt richtig hoch, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt schon... Ne, ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon erreichen können. Dann lass wir weiter in die Stadt gehen und über höhere Häuser springen. Ey, da oben ist sogar der heftige Hagi Wagi, Leute. Mit den dicken Muskeln, den wir in der letzten Folge auf jeden Fall auch geupgradet haben. Dann lass uns mal ganz kurz aufs Dach aufspringen. Ja, oh, ja, ja, oh, oh, oh. Ey, hallo, Hagi. Na gut, wenn du das sagst, Leute, dann zack. Und jetzt hier, wow, wow, oh mein Gott, was, wie viele Punkte. Dankeschön, Hagi, dass wir ein bisschen Punkte durch sammeln konnten. Ich bin auf jeden Fall schon bereit, hier direkt aufs nächste Haus drauf zu springen. Und zack, wow, sehr gut, und noch höher. Jo, was macht denn da oben Killy Willy so weit oben auf dem Dach? Warte mal, lass mal ganz kurz, oh, 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 hey, nein. Ach nein, schon wieder Minus. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay, lass mal ganz kurz hier aufs Parkhaus rauf, Leute. Zack. Und, oh, oh, okay. Rein kann man natürlich auch, Leute. Und natürlich kriegen wir auch Punkte. Aber ich will gerade mal ganz kurz zu Killy Willy und ihm mal fragen, was er gerade da oben macht. Und jetzt hoch. Wuhuhuhu. Alter, Killy Willy, der ist ja auch noch richtig groß. Warum bist du denn so groß? Okay, warte mal. Lassen wir ganz kurz auf den raufspringen, Leute. Beziehungsweise rüberspringen. So, hier kurz auf das Haus rauf. Und jetzt Killy Willy, bist du bereit? Und zack. Wow. Alter. Leute, wie hoch fliegen wir? Und boom. Was, mit einer Rolle sogar gelandet, weil wir so hoch waren? Wow, die Punktzahl. Vielleicht haben wir jetzt genug Jump Power, um über die Ex-Rutsche rüber zu springen, Leute. Ich glaube, ich gehe direkt erstmal ganz kurz zack, hier auf diese kleine Rutsche rauf. So, okay, schon mal oben drauf. Und dann nehme ich, glaube ich, hier schon mal Anlauf auf die zweite Etage. Wow. Oh Gott. Hallo. Wow. Oh mein Gott. Auch jetzt hier rüber gesprungen. Und auch wieder gelandet. Sehr gut. Dann hier ganz kurz rauf. Und auch wieder rauf, Leute. Und hier rauf. Wow. Das funktioniert echt mega gut, ne? Wow. Oh mein Gott. Die hat uns fast gegessen. Nein. Ah. Oh.
Oh, oh Gott, nein, 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 nein. Oh, Leute, aua, nein. Lieber ganz schnell weg von der Extra-Rutsche. Vor der habe ich auf jeden Fall echt zu viel Angst, Leute. Die hat uns gerade fast gegessen. Aber unsere Punktzahl ist auf jeden Fall jetzt ordentlich hochgegangen, Freunde. Ich glaube, wir können jetzt hier vielleicht ein bisschen besser jumpen. Wow. Was? Okay. Oh mein Gott, wir kommen auf jeden Fall jetzt direkt schon ordentlich hoch und erstmal jetzt auf das Dach hier gelandet. Oh, wir kommen echt mega gut hoch. Okay, weiter geht's in die Stadt. Wow, da seht ihr oben den Helikopter. Das ist unser nächstes Ziel, Leute, auf dem Helikopter zu landen. Oh mein Gott, Sturzflug. Oh, oh, aber kein Problem, Leute. Mami Longlegs hat es auch geschafft. So, oh, wow. Oh, Leute, wir kommen auf jeden Fall echt viel, viel höher jetzt hier. Kommen schon übers Dach, übers Dach. Nein, oh, eine Jump Power. Aua, oh, Mami. Wir müssen hier auf jeden Fall viel mehr aufladen. Das heißt, aus dem Weg jetzt hier. Zack, 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 zack. Und Sprung. Wow. Wow, komm schon über das Haus rüber. Über das Haus rüber. Oh, ganz knapp. Jawohl. Oh, unsere Jump Power. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall vor uns, Leute, über diesen Helikopter rüberspringen. Ihr seht ihn alle. Und zack. Oh mein Gott. Als nächstes ist auf jeden Fall das Flugzeug oben dran. So. Helikopter! Helikopter! Nein! Oh! Warte mal, zweiter Versuch und zack! Wow! Leute, wir sind einfach über den Helikopter rübergesprungen! Wow! Okay. Dann, wo war das Flugzeug, Leute? Oh, warte mal, lass mal nochmal über den Helikopter rüberspringen. Ja, weil wir es können! Über den Helikopter nochmal gesprungen! Wow! Oh mein Gott, Alter! Unsere Jump Power. Und zack, Leute. Jetzt springen wir einfach mal über den Dings, über den Blimp rüber. Yeah, Leute. Rübergesprungen und oh, gelandet. Sehr gut. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt hier schon uns die Mailspring anpeilen. Oh, da, Leute, ist noch ein Blimp. Zack, wow. Komm schon. Komm schon. Danach ist auf jeden Fall das Flugzeug dran, Leute. Oh mein Gott. Yeah, über den Blimp rüber. Sehr, sehr gut. Und oh, wow. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ab geht's zum Maze Bank. Yeah, Mann. Leute, wir fliegen auf jeden Fall übertrieben hoch. Komm schon. Komm schon. Komm schon hier, Freunde. Oha, wir sind einfach über die Maze Bank rübergesprungen. Jetzt haben wir so viele Punkte. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Punkten anfangen soll. Was? Hä? Ich hab gerade. Oh mein Gott. Es regnet Lucky Blocks, Leute. Hä? Ich habe gerade so viele Punkte bekommen, dass jetzt einfach gerade es angefangen hat, Lucky Blocks zu regnen. Okay, warte mal. Ich guck mal ganz kurz, was wir da drin haben. So, was haben wir denn? Wow. Wow, wir haben anscheinend dicke Waffen drin und sowas, Leute. Oh. Hey. Jetzt bin ich ein Vogel. Ey, jetzt ist hier einfach gerade gefühlt die halbe Stadt voller Lucky Blocks. Huch, also das ist anscheinend gerade passiert, weil wir ordentlich die Punktzahl erreicht haben, ne? Lass uns mal probieren, hier oben auf den anderen Turm zu springen, Leute, der höher ist als die Maze Bank. Ist das da ein Thanos-Handschuh? Leute, wir haben einfach einen Thanos-Handschuh, was? Achtung, oh, die Polizei. Was macht die denn? Oh Gott. Wir haben ein bisschen Chaos hier angerichtet, Leute. Das soll lieber ganz schnell hier weg. So, wo ist denn hier der... Wow! Oh, 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 vorsichtig. Der Yanzu-Tower. Der Yanzu-Tower. Ja, Mann. Wow. Oh nein, die Punktzahl nicht hochgegangen. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt hier gerade mal gerne auf die Rutsche rauf, Leute, und dann die Rutschpau nutzen, um jetzt richtig krasse Punktzahl gleich zu bekommen. Oh, okay, wir sind schon mal oben, Leute. Und jetzt müssen wir nur noch theoretisch diese Rutsche hier runterrutschen. So, kurz hier laufen, Mami Long Legs. Und, oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Yo, yo. Yo, wow, oh mein Gott, wir fliegen jetzt einfach hoch, Leute. Wir fliegen jetzt hier einfach gerade mega hoch zur Sonne oder sonst wo. Das ist ja übertrieben krass gerade. Hä? Leute, wir fliegen gerade echt mega, mega hoch. Ich meine, guck dir das doch mal an. Wir haben einfach diese Rutschpower genommen, um einfach extrem jetzt hochzukommen. Vielleicht schaffen wir es sogar gleich, über die Erde zu kommen, Leute. Die Punktzahl geht auf jeden Fall echt extrem heftig hoch, Leute. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist echt unnormal. Oh, die Welt ist auf jeden Fall schon viel, viel kleiner, muss ich sagen. Ne? Also, es ist echt richtig wild, Leute. Oh mein Gott. Wir sind, glaube ich, gleich. Guck mal. Wir sehen schon, wie es aber jetzt auf einmal rund wird bei der Erde, Freunde. Oha, okay. Wow, Leute, die Punktzahl. Wie hoch geht sie, bitte schön? Wir sollten auf jeden Fall gleich hier über dem Ding sein, Leute. Über der Erde auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, wie es aussieht im Weltraum. Guck mal, da wird schon grün.
Wir nähern uns auf jeden Fall irgendeinem krassen System. Mami Longlegs ist so heftig am Fliegen. Ey, ich meine, die Punkte, die geht die ganze Zeit so hoch, Leute. Wow. Und wir sehen, wie die Erde langsam verschwindet. Jetzt ist die Erde einfach nicht mehr da, Leute. Man kann die Karte nicht mehr sehen. Und ich glaube, oh, wie hoch sind wir denn jetzt schon, Leute? Oh, es ist so grün da oben. Was ist das, Leute? Hä? Das sieht richtig wild aus. Oh, und es wird immer dunkler über uns, Leute. Es wird immer dunkler. Wir sollten es auf jeden Fall gleich geschafft haben, im Weltall zu sein. Und die Punktzahl, Freunde, wie die Punktzahl hochgeht. Wow. Und, oh, 1 Million, Freunde. Was? Sie sind mit Mami Longlegs einfach in den Weltraum gekommen. Oh, hier sind ja mega viele Sonics, Leute. Okay, lass mal ganz kurz probieren, ob wir hier über diesen Pool rüberspringen können. Uppa. Und, oh, ja, okay. Warte mal, dann lass auf jeden Fall nochmal machen, Leute. Und zack und... Es geht nicht hoch, das heißt, wir müssen über andere Sachen springen. Dann lass uns doch mal probieren, hier über Baby Sonic rüber zu springen. Und zack und oh, was, Leute? Wir sind einfach hochgegangen. Ey, Baby Sonic, wie cool ist das denn? Wie sieht das Ganze denn aus hier mit dem normalen Sonic? Und zack, wow, was? Oh, hallo. Was, wie hoch ging das jetzt direkt schon, Leute? Was? Als ob wir jetzt hier, yo, wir können jetzt direkt schon mega, mega hoch springen, Freunde. Und hier vorne sehe ich gerade, Alter, hier ist einfach so ein Spider-Man Sonic. Also auf jeden Fall, yo, okay. Okay, also die sind echt mega leicht, Leute. Also Spider-Man, Sonic und jetzt hier nochmal ganz kurz Vector. Was ist bei dem denn los? Probiert hier auszuweichen. Nicht mit mir, Leute. Und noch höher, sehr gut. Dann lass es hier auf jeden Fall mal probieren, über Häuser rüber zu springen. Mal gucken, ob wir hier rüber springen können. Oh ja, 360. Und auch wieder, yeah, sehr gut, Leute. So muss es auf jeden Fall sein. Seht ihr das da hinten, Leute? Warum sind da einfach so Sonic-Ringe? Okay, warte mal. Lass mal hier erstmal ganz kurz, yeah, über den Baum rüber springen. Wow. Yo, was? Okay, das ist natürlich hier gerade echt mega, mega verrückt. Hier vorne sehe ich sogar ein paar Menschen und sogar Autos. Kann ich jetzt vielleicht sogar über den Zaun rüberspringen? Ja, Leute, auch wieder sehr gut. Okay, oh, auch wieder hochgegangen. Okay, ich springe mal ganz kurz hier wieder zurück. Und, wow, war das gerade ein Flugzeug? Oh, da vorne ist ein Flugzeug, Leute. Das heißt, wir können später auch über Flugzeuge rüberspringen. Okay, schau mal, was es sich hier mit den Ringen auf sich hat, Leute. Ey, das sieht auf jeden Fall mega cool aus. Yippie! Und zack, so, ich würde mal sagen, dann sammeln wir auf jeden Fall mal ein und oh, was? Wir kriegen dadurch auch mehrere Punkte? Leute, wir kriegen einfach durch die Ringe die ganze Zeit Punkte, Leute. Zack, den eingesammelt, dann den noch dazu. Ey, das ist ja mega, mega cool. Warte mal, was ist, wenn wir es gleich alle eingesammelt haben? Was passiert denn, bitteschön? So, kommt schon, weiter hochlaufen, Super Sonic. Vielleicht werden wir ja dadurch schneller oder vielleicht passiert irgendwas anderes Krasses dann, Leute. Ich bin mega gespannt. So, jetzt hier und oh, komm schon. So, und jetzt hier noch den letzten, Freunde. Yo! Oh, was, Leute? Hier ist einfach Siren Head Sonic und der ist ja mega groß. Also, da haben sich anscheinend die Ringe einfach für den entschieden, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr glaubt, dass ich über Siren Head Sonic rüberspringen soll. Okay, ich glaube, genug Sprungpower für den haben wir auf jeden Fall noch nicht. Dann lasst uns weiter Richtung Häuser gehen, Leute, dass wir jetzt über die rüberspringen können. Ich sehe auf jeden Fall hier schon mal die ein oder anderen coolen Autos, über die wir... Wow, Leute, was? Oh, wow, warte mal. Hey, jetzt sind wir hier zurück und hier sind jetzt einfach die Sonics weg. Was? Vielleicht sehen wir die ja später nochmal wieder, Leute. So, und höher geht's. Jawohl. Lass mal hier probieren, über dieses Haus rüber zu springen, Leute. Das heißt, ich hole jetzt mal ganz kurz Anschwung. Und zack, ja. Oh mein Gott. Yo, oha, das war ja gerade mega, mega cool. Und jetzt hier einmal ganz kurz, jawohl, runter, Freunde. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ganz viel Geschwindigkeit, um über den See rüber zu kommen. Und Geschwindigkeit aufbauen, um über den See rüber zu kommen, Leute. Boom, ja, ja, jawohl, oh mein Gott, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall schon mal mega, mega hoch mit unserem Sprungmultiplizierer. Ich glaube, wir können jetzt schon mal Richtung Los Santos gehen. Oh mein Gott, aufpassen, ich will ja nicht beim Barbecue stören. Oh, hallo, Ma'am, ja, damn, ich weiß auf jeden Fall. Ey, was ist das denn? Geht einfach so einen eigenen... Was ist das denn für ein Rasenmäher? Habe ich ja noch nie gesehen. Okay, weiter geht's auf jeden Fall in die Innenstadt, Freunde. Wow, okay, Sonic, Alter. Beziehungsweise Super Sonic. Der ist auf jeden Fall heute echt mega krass am Start. Yo, was? Ich flieg mega hoch, Leute.
Ich flieg mega hoch und zack, jawohl. Ey, das ist ja unnormal krass, wie hoch wir fliegen jetzt. Ich merke auf jeden Fall, wie krasser, höher und besser wir fliegen können, Leute. Wow. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall gleich mal probieren, die Maze Bank rüber zu... Okay, es dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber halt über die etwas höheren Häuser. Das heißt, ich gehe gerade schon mal Richtung Innenstadt. Jawohl. Zack. Okay, sehr gut. Und ich glaube, man könnte jetzt nämlich hier langsam schon über die etwas höheren Häuser rübergehen. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz hier vorne. Ich weiß zwar nicht, was das für eine Werbung ist, aber lass mal hier über dieses Haus rüberspringen. Ja, okay, auch sehr gut. Dann lass mal hier direkt zum nächsten Haus springen, Leute. Oh Gott, was war denn jetzt los? Hey, nein, Sonne. Oh. Wir haben jetzt einfach Punkte verloren. Okay, dann ganz kurz hier rüber springen und jetzt auf das Haus rauf. Nicht ganz. Oh, warte, jetzt haben wir aber. Haha, jawohl. Und zwar mit Trick 17 auf dem Haus jetzt auch schon drauf. Und, oh, können wir es schaffen hier vielleicht auf die Kirche raufzukommen. Okay, ich brauche auf jeden Fall jetzt ein bisschen Geschwindigkeit, Leute. Supersonic-Geschwindigkeit und zack, yeah! Und jawohl, Leute, bam, auf das Haus drauf. Wir kommen auf jeden Fall jetzt gerade immer höher. Warte mal, muss ich jetzt hier vielleicht nur ein kleines bisschen springen? Okay, jetzt sind wir schon mal hier oben drauf. Dann vielleicht noch mal ein kleines bisschen. Oh Gott, oh nein, jetzt sind wir hier weiter runter. Warte, wenn ich jetzt hier so gegenspringe. Ja. Oh mein Gott, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall gerade schon mega hoch, ne? Kann ich jetzt... Oh, warte mal, ich muss auf jeden Fall auf ein höheres Haus rauf. Ich sehe gerade da vorne, Freunde, sind auf jeden Fall ein paar Häuser. Die sind auf jeden Fall noch höher. Kann ich hier raufkommen? Oh nein, oh nein. Oh, aber halb so wild, Leute, halb so wild. So, hallo, Madam, aus dem Weg. Dann gehen wir mal weiter Richtung Innenstadt und zack, jawohl. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich wollte doch gar nicht beim Pool sitzen stören. Es tut mir leid, ja. Genießen Sie ruhig die Poolzeit. Jetzt haben wir sogar wieder weniger bekommen, Leute. Aber halb so wild, denn wir kommen auf jeden Fall jetzt hier gerade über alle Häuser rüber. Oh, was? Ich glaube, wir sollten jetzt auf jeden Fall auch genug haben, um über den heftigen Siren Head Sonic rüber zu springen. Da ist er auch jetzt, Leute. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall nur Geschwindigkeit holen und dann über ihn irgendwie rüberspringen. Okay, und das ist für dich, Siren Head Sonic. Boom, ja, oh, was, wo ist er, da ist er, Leute, und wir sind einfach über den rüber gesprungen, wow, was, ich glaube, jetzt haben wir eine richtig heftige Fähigkeit, Leute, oh Gott, nicht so schlimm, das war nicht im Sprung, und wir stehen auf jeden Fall auch schon wieder, aber irgendwie fühle ich mich auf jeden Fall ganz stark als Super Sonic, Leute, was passiert denn jetzt hier, wow, oh mein Gott, wir haben anscheinend eine neue Fähigkeit bekommen, Leute, dadurch, dass wir über Siren Head Sonic rüber gesprungen sind, und zack, oh mein Gott. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Das war ja übertrieben cool. Okay, lass mal hier über weitere Häuser rüberspringen. Vielleicht können wir es sogar gleich schaffen, über die Maze Bank rüber zu springen. Und zack, jawohl, Leute. Auch jetzt hier rüber gesprungen. Okay, warte mal. Ich will jetzt hier auf jeden Fall... Oh, Leute, wir müssen jawohl weiter Richtung Maze Bank gehen. Wow, auch jetzt über das Haus drüber. Oh mein Gott, ich bin der cool. Hast du es gesehen, ja? Ich bin der coolste Super Sonic. Ich glaube, es wird auf jeden Fall gleich Zeit für die Maze Bank, Leute. Erstmal jetzt hier probieren, auf das Haus hier rauf zu springen. So, und zack. Okay, auch oben drauf gelandet. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt hier hochkommen. Wow, okay, Leute. Oh mein Gott, wir kommen auf jeden Fall ordentlich hoch. Und hier oben rauf. Oh mein Gott, Leute. Was? Okay, lass uns jetzt mal probieren, hier auf die Maze Bank raufzuspringen. Und ich bin gespannt, was da passiert, Leute. Ich brauche auf jeden Fall jetzt hier eure Hilfe, Leute, denn wir müssen natürlich auf die Maze Bank raufspringen. Und dafür müsst ihr auf jeden Fall mal ein Abo da lassen, und zwar auf 3. 1, 2, 3, jawohl. Und jetzt hier auf die Maze Bank Wow, Alter, ey, was ist denn jetzt passiert? Da ist einfach die Treppe, die bis zum Mond führt, Leute. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal auf den Yanzu Tower rauf, Leute. Oh mein Gott, was war das jetzt hier gerade, Leute? Yippie! Oh, wow. Okay, das war also auf jeden Fall ganz, ganz verrückt gerade. Und da müssen wir auf jeden Fall probieren, hier auf den richtig, richtig krassen... Oh mein Gott, Leute, über die Mondtreppe, ne? Dann lasst uns mal hier auf die Mondtreppe springen, Leute. Und wenn ihr wollt, dass ich mal probiere, diese komplette Mondtreppe hochzugehen, ne? Also zu Fuß. Dann lasst auf jeden Fall gerne jetzt ein Like da, Freunde. Ja, okay, Leute. Oh mein Gott. Oh, Hilfe. Ich bin hier gefangen. Okay, doch nicht. So, dann lassen wir hier probieren, höher zu gehen, Leute. Denn wir wollen ja bis zum Mond kommen. Dadurch kriegen wir auf jeden Fall gerade mal viel, viel mehr Punkte. Oh. Oh. Was haben wir hier, Leute? Was ist das da gerade vor mir? Yippie. Oh.
was? Hier trainieren einfach mega viele. Ey, ich bin echt gespannt, Leute. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist. Aber auf jeden Fall wieder ordentlich mehr Punkte gerade bekommen. Und ab geht's, Leute. Ey, ich glaube, wir werden auf jeden Fall gleich mega, mega krass hochfliegen, Leute. Bis zum Mond. Und zack. Okay. Oh, ich bin jetzt hier eingesperrt als Supersonic. Ich spüre jetzt auf jeden Fall eine krasse Energie. Wow. Oh mein Gott. Leute, fliegen wir jetzt gerade mega hoch, ne? Wow, nochmal die doppelte Energie bekommen. Was? Wir fliegen jetzt gerade. Alter, wir sind schon. Oha, wir sind schon über diese Dings rüber jetzt gerade, Leute, über diese Treppe. Oh, Supersonic. Supersonic. Was? Wie hoch sind wir jetzt hier gerade schon? Leute, die Treppe ist ja jetzt schon mega klein. Also, wenn ihr die sehen wollt, ihr wisst auf jeden Fall, was zu tun ist. Yo. Ey, hier passieren gerade echt richtig, richtig krasse Sachen, Leute. Ich glaube, wir sind gerade auf dem Weg zum Mond. Ey, wenn wir es schaffen, Leute, auf dem Mond zu landen, das wäre ja richtig, richtig heftig. Das wäre die ultimative Punktzahl. Und es geht ja auch schon die ganze Zeit mega krass nach oben, Leute. Das ist ja unnormal. Ich sehe auf jeden Fall schon mal so ein bisschen, dass die Erde rund ist, Freunde. Ey, ohne Spaß. Ne? Wir kommen auf jeden Fall jetzt hier gerade mega, mega krass schnell hoch, Leute. Und Sonic ist richtig, oder Super Sonic ist auf jeden Fall richtig, ey, guck mal, der macht so richtig krasse schnelle Drehungen, Leute. Guck mal hier, wow. Und hier schon wieder, Alter. Das ist echt wild, Leute. Oha. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, jetzt hier gleich im Weltraum. Das wäre auf jeden Fall echt richtig gut, Leute, denn unsere Punktzahl geht noch immer höher und höher und höher. Gleich ist die Welt nur noch eine absolut kleine Babysache, Leute, unter uns, ne? Okay, komm schon. Wir sind jetzt hier gerade, ey, wir sind fast im Weltall. Guck mal an, wie hoch wir jetzt schon sind. Leute, guck mal, die Karte, sie verschwindet. Oha, Leute, sie verschwindet wirklich gerade. Das bedeutet, wir sind kurz davor, um in den Weltraum einzudringen. Komm schon, Super Sonic, du schaffst das auf jeden Fall. Oh, Leute, das wird auf jeden Fall jetzt richtig verrückt. Ich glaube, es wird gleich richtig verrückt. Oh mein Gott, Leute. Was passiert hier? Das ist hier gerade richtig heftig. Über uns ist auch einfach schon ein krasser grüner Mond, Leute. Oh mein Gott. Es ist gleich komplett vollendet. Wir haben es gleich komplett geschafft, Leute. Oh, oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, wir sind im Weltraum. Yo, Freunde, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.